Was soll ich sagen? Unser zweiter Versuch. Der erste ist ja in Schnee und 13 Grad minus gefallen. War trotzdem hammergeil. Jetzt haben wir zwischendurch ein wenig Hochwasser bekommen. Noch nicht der Rede wert. Aber wir wollen diesen kleinen Anstieg mal probieren und versuchen heute unsere zweite Session. Wir haben uns jetzt diesmal nicht eine, sondern zwei Nächte vorgenommen und wollen so ein bisschen in den Bereichen unsere Köder präsentieren, die halt durch dieses leichte Hochwasser mit eingenommen worden sind und überspült sind. Ja, wir schauen mal. Vielleicht klappt es diesmal. Letztes Mal war ja schon die Chance da. Aber vielleicht kriegen wir auch diesmal einen Fisch und können euch den zeigen. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit und schauen mal, ob uns Neptun diesmal beschenkt. Ja, so sieht's aus. Dann los, Vater hat Bock. Mal runter, ja. Wie ist jetzt überhaupt jetzt dran? Na, Ruten raus, der Spaß beginnt. Ja. Ja. Ich gucke jetzt erstmal hier lang runter, da lang runter. Ja. Weiter kommen wir sowieso nicht. Vielleicht am Ende, vielleicht noch eine U-Posen-Montage, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Chefkoch ist hier schon wieder fleißig. Na Thorsten? Ja? Schmecken lassen. Ja. Kalt. Hart. Ich schüttel. Thorsten? Ja? Klatsch meine Hände. Ja. Vor allen Dingen nicht schütteln. Jetzt die erste Nacht hinter uns. Wir haben leider keine Aktion gehabt. Wir hatten mal so ein leichtes Bimmeln in der Route, wo wir jetzt nicht wissen, was es gewesen ist. Schauen wir uns an, wenn wir jetzt die Köder kontrollieren. Aber wir werden definitiv Platzwechsel machen und werden uns jetzt nochmal einen anderen Bereich angucken, wo wir ja, vielleicht einen Einlauf haben ins Hinterland. Das schauen wir uns an und die nächste Nacht wollen wir da gucken, ob wir uns da irgendwie ja, irgendwie Plätzchen finden und da ein paar Punkte haben, die wir anfischen können. Wir werden das auf jeden Fall versuchen. Wie gesagt, hier war jetzt keine Aktion so richtig. Ja. Aber wir waren draußen, wir haben eine Menge Spaß gehabt und wie gesagt, die Natur, das Draußensein, das ist die Leidenschaft, die wir hier bei dem Ansitzangeln auch im Vordergrund haben. Und das Gemeinsame, was wir hier erleben dürfen, überwiegt am Ende nachher doch. In dem Sinne, wir hören und sehen uns. Grüße vom Bach, euer Manne und Thorsten. Jo. Ja, wir bleiben dran. Jo.